habe da schon seine Vermutung. Müssen vielleicht alle gedrückt werden, kann das sein? Keine Ahnung, glaube ich aber nicht. Oh, gut. Nein. Na. Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Gott sei Dank hast du gespeichert. Na, Gott sei Dank habe ich gespeichert. Sag ich ja. Ach Gott, bitte. Es muss sich iTunes aufmachen und muss ein Update machen. Apple ist so eine perverse Drecksfirma, das ist unglaublich. Stört immer. Ich freue mich richtig, dass ich gespeichert habe. Ja. Jetzt halber mal auf einen neuen Spielstand machen. Na, wie ich es verdacht habe schon. Es müssen alle weg. Ja, aber das ist ja jetzt oh, auch. Gut. Schau. Ich habe mich schon gefragt, wie ich wieder zurückkomme. Okay, die Brücke geht mit jedem Dings weiter raus. Ja. So. Das ist leicht. Ich glaube, das war einfach der Clou, dass man vorher irgendwie drüber ruft, damit man es rauskriegen muss. So. Also, dass das sich jetzt aufgehängt hat, werde ich jetzt öfter speichern. Ja. Oh, das wird es haben. Du wahrscheinlich. Ui. Zeigt er die komplett falsche Richtung, fällt er das auf? Nein, ja, aber das ist so. Wurscht, du musst das mittlere links unten hingeben. Das da. Ja, aber weißt du, was so komisch ist? Und jetzt das obere, das da, runter. Und die zwei da schon fertig. Und ich weiß, was mich verwirrt hat. Ich weiß schon, das zeigt nach links unten und, und nach links oben und so weiter. Ich weiß schon. Lange aber nicht in der Welt. Am nächsten Mal anfangen mit dem blöden Labyrinth. Ja. Viertel fünf.
Er ist fast in Tenebrus. Ich bin mir sicher, er findet dich auf keinen Fall, aber ich habe mir gedacht, dass du es trotzdem wissen möchtest. Alter Trottel! Keine Schwierigkeiten, hast du gesagt? Einfach, hast du gesagt? Ich hätte es wissen sollen. Na gut, ich übernehme das. Er findet mich nicht. Und seine Eltern auch nicht. Und nun, was ist mit dem Rest unserer Abmachung? Alles zu seiner Zeit, meine Liebe. Alles zu seiner Zeit. Ich möchte, dass du jemanden für mich findest. Das liegt mal da. Jetzt braucht man die Krankenschwester. Ja? Erzähl mir einfach umgeschaltet, das Menü. Oh. Ah. Danke, Bug. Aber wie hast du das gemacht? Hey, Bogel! Beweg dich! Interessant. Kannst du das übernehmen? Danke. Bogel, tu irgendwas. Platsch, der müsste aber hin sein eigentlich. Oh. Das haben sie lustig gemacht. Spitzenidee, Bogel. Spitzenidee. Aber der ist auch ein super Synchronsprecher, finde ich. Er kann das gut. Na gut, der hat nur viele Dinge. Ich weiß, aber er kann's. Hey, du da! Viel Macht du hast, kommst jetzt mal mit! Kann. Du bist verhaftet! Da ging man. Aber Herr Wachtmeister, warum denn? Ja! Pflanzenquälerei! Ja, genau! Lass deinen Freund einfach hier!
Wenn er Glück hat, bist du in ein paar Jahren wieder raus. Das war, glaube ich, immer die gleiche Gruppe. Für alle Spiele von Sierra. Vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen oder so, aber... Was ist denn das für ein Euler? Was mache ich jetzt? Bin ich bis hierher gekommen, nur um verhaftet zu werden? Wo sind Mama und Papa? Werde ich sie je finden? Und Bugel? Ich hoffe, es geht ihm gut. Bugel! Bist du das? Bugel! Nein! Oh, Bugel. Komm, Junge. Es ist Zeit. Hast du irgendetwas zu sagen, bevor ich das Urteil verkünde, junger Mann? Naja, nein, Herr Richter, eigentlich nicht. Es ist nur, dass... Nun, es tut mir wirklich leid, dass ich in Ihre Pflanzen gestürzt bin. Es war ein Unfall. Ich bin nur im Blumenbeet gelandet, weil ich aus dem Lüftungsschacht gefallen bin, durch den ich gekrochen bin, um aus dem Lagerraum zu entkommen, in dem ich materialisiert habe, als ich vom Phänokristall kam, den ich benutzt habe, um von Asthenia hierher... Phänokristall, sagst du? Ja, Herr Richter. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr gehört, dass jemand einen von Ihnen benutzt hätte. Woher sagtest du, kommst du, mein Junge? Aus der Oberwelt, Herr Richter. Sehen Sie, diese böse Zauberin hat meine Eltern mit einem Zauberspruch gebunden und sie entführt. Und dieser alte Mann hat alles gesehen und sagt, dass sie von hier unten ist und dass meine Eltern hier sind. Deshalb bin ich losgezogen, um sie zu finden und zu retten. Aber niemand hat jemals von ihr gehört. Und ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt hier ist oder ob alles so eine Art... Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, Herr Richter? Licentia, hä? Auf diesem Planeten gibt es niemanden, der so heißt. Aber egal, ob du ein Besucher bist oder nicht, es gibt drei Dinge, die du über Tenebrus und über mich lernen musst. Erstens, Pflanzen sind sehr selten hier und wir gehen nicht sanft mit denen um, die sie beschädigen. Zweitens, Gesetzesbrecher werden in meinem Gericht sofort und hart bestraft. Und drittens, wenn du noch einen Fehler machst, werde ich dich von diesem Planeten direkt in die Nullnichtigkeit werfen lassen. Und, junger Mann, ich möchte dich hier nicht wiedersehen. Nur, dass ich mal wieder frei, direkt. Ja, cool. Verzeihung. Ja? Oh, du bist es. Könntest du mir helfen? Dir helfen? Das glaube ich kaum. Nach dem, was du und dein Begleiter meinen Freunden da drüben angetan habt. Aber ich wollte euch nicht wehtun. Ich wusste nicht, dass man Pflanzen wehtun kann. Ich wusste auch nicht, dass Pflanzen reden können. Naja, nicht alle, nur ganz besondere Pflanzen, musst du wissen. Ich hatte gleich den Eindruck, dass du etwas Besonderes bist. Nun, ja, ich... was möchtest du, junger Mann? Ich habe den ganzen Planeten nach einer bösen Zauberin namens Licentia abgesucht. Hast du schon einmal von ihr gehört? Tier, Gemüse oder Mineral? Bitte? Oh, Tier, würde ich sagen. Spielt keine Rolle. Nie von ihr gehört. Aber das heißt nicht, dass sie nicht vielleicht in der Nähe lebt. Ich komme nicht viel herum. Ich bin hier verwurzelt, weißt du. Gibt es jemanden hier in Tenebrus, der mir helfen könnte? Nun, mal sehen. Weißt du, es gibt da diesen komischen Vogel, der immer Audiokristalle aufnimmt. Ja. Oh, ein Vogel? Wie heißt der? Wo kann ich ihn finden?